Ha. Herzlich willkommen auf der Open Mind. Ich begrüße euch sehr herzlich, liebe Suchende. Ich habe letztes Jahr eine relativ optimistische Rede gehalten. Ich schaue vor dieser Veranstaltung immer so drauf, was war denn eigentlich so im letzten Jahr, was war vor einem Jahr. Angesichts der aktuellen Lage muss ich das dieses Jahr wieder tun. Wenn man die Gegenwart verstehen will und die Zukunft gestalten will, dann lohnt sich nochmal ein Blick ins Jahr 2009. Wie war denn da die Situation? Also Menschen befinden sich oder leben im Internet ja nicht erst seit 2009, aber 2009 hatten wir eine besondere Situation. Wenn man sich ein bisschen mit Plattentektonik auskennt, dann wird man das verstehen. Wir hatten da zwei Welten, die relativ unberührt aneinander vorbeigelebt haben. Das war die Fleischwelt, die wir hier kennen, und die Welt im Internet. Und plötzlich stießen diese beiden Platten aufeinander und es gab einen großen Knall. Es bahnte sich die Wut, es wurde gekämpft. Woran lag das? Natürlich daran, 2009, wisst ihr vielleicht noch, da kamen so die sozialen Medien auf. Da haben viele von uns einen Platz im Internet gefunden, den sie in der normalen Welt nie so entdeckt hatten. Einen Platz, wo sie sich heimisch gefühlt haben, wo sie ihre Peer Group entdeckt haben. Das liegt natürlich oft daran, wenn man einer Peer Group angehört, die auf dem Dorfe nicht die nötige Masse erreicht, dann fühlt man sich da oft isoliert. Also es gibt zum Beispiel viele Menschen in diesem Lande, die mit Fußball nichts anfangen können, gehört aber nicht zum Mainstream. Und im Internet hat man plötzlich so einen Freiraum entdeckt. Und natürlich, die Situation war auch so, wir hatten die große Koalition, das war alles ein bisschen frustrierend. Von der Politik hatten sich viele abgewandt. Und im Internet haben sie einen neuen Raum entdeckt, wo sie sich entfalten konnten. Und der war plötzlich bedroht. Wir können uns alle erinnern an das Zugangserschwerungsgesetz. Können wir natürlich nicht. Wer kennt noch den Blumenkübel? Niemand. Wer macht noch einen, ja, wer macht noch einen Flashmob? Auch niemand. Doch, einer, genau. Martin Delius, bekannt für seine Flashmobs. Flashmob-Beauftragter im Abgeordnetenhaus. Es verändert sich alles sehr schnell, aber deswegen weise ich nochmal darauf hin, auf das Zugangserschwerungsgesetz. Und da bahnte sich plötzlich eine riesige Wut. Ich habe das Feuer in den Augen der Menschen wieder gesehen, die plötzlich wieder politisch geworden sind. Es gab einen riesigen Shitstorm gegen Ursula von der Leyen. Es gab Hohn, es gab Spott, es gab persönliche Beleidigungen. Jetzt will ich nicht behaupten, dass damals der Shitstorm erfunden wurde. Die Aggression liegt ja den Menschen schon viel länger im Blute. Aber es war vielleicht so das erste Mal im Internet dieser riesige Mob, diese Spontanität, das Unkontrollierbare von Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen und sich zusammenschließen, um gegen etwas zu wettern. Und das Absurde war, das war erfolgreich. Jetzt will ich nicht verschweigen, es gab auch viele sehr vernünftige Blog-Einträge, wo argumentiert wurde, warum das Zugangserschwerungsgesetz problematisch ist. Die waren auch sehr notwendig, um die Bevölkerung da draußen aufzuklären, die ja erstmal sagt, ja gut, bei dem Thema gibt es doch überhaupt nichts zu diskutieren. Trotzdem hat es sich so angefühlt, als wäre diese gewaltige Kraft des Shitstorms dafür verantwortlich gewesen, dass wir etwas geschafft haben. Wir haben das Zugangserschwerungsgesetz gekippt. Und zwar gegen alle Erwartungen. Denn, also ich glaube, damals dachte keiner, dass wir wirklich was bewirken können mit diesem Internet. Und es blieb dabei nicht. Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ist gefallen. Das Wahlrecht ist gescheitert, das seltsame von der Koalition. Die Vorratsdatenspeicherung wurde gestoppt, ACTA. Und wenn wir jetzt das Leistungsschutzrecht ansehen, da denken wir wahrscheinlich auch alle so, haha, ja, das kommt ja eh nicht durch, wir sind die Mächtigen. Und vielleicht ist es auch so, vielleicht wird es nicht durchkommen. Unsere Gewalt, die wir damals ausgeübt haben, hat sich bezahlt gemacht. Wir haben etwas erreicht. Jetzt haben wir aber 2012 und die Lage hat sich ein bisschen verändert. Das Internet hat eine Profanisierung erlebt. Also ich glaube, das versteht jeder, der sich so als Digital Native begreift. Das Internet ist in der Gesellschaft angekommen. Und zwar nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, als neuer, freier Raum, den man schützen muss, als Plattform der Meinungsfreiheit, sondern eher so mit Boris Becker und Oliver Kahn.
es war eigentlich unausweichlich, dass das irgendwann passieren würde, dass das Internet zu einer gewissen Normalität wird, dass es in die Gesellschaft integriert wird. Aber uns, den Vorreitern, die da eine neue Welt entdeckt haben, schmeckt das natürlich nicht ganz. Und natürlich ist es auch noch nicht überall angekommen. Es gibt immer noch Menschen, die Bücher darüber schreiben, wie das Internet verdummt. Die Frage ist, verdummt das Internet oder verdummen die Bücher darüber, dass das Internet verdummt oder verdummen die Bücher darüber, dass das Internet verdummt dann, wenn man sie auf einem Kindle liest? Ich hab's vergessen. Das sind die großen Fragen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man die Kultur im Internet ansieht, dann hat man das Gefühl, dass wir 2009, dieses erfolgreiche 2009, als Blaupause genommen haben dafür, wie wir miteinander kommunizieren wollen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Rahmenvoraussetzungen sich total verändert haben. In letzter Zeit gibt es auf Twitter so eine Tendenz, möchte ich nicht sagen, MS Pro retweetet das immer ganz fein, Twitterer, die Twitter verlassen, weil sie die Diskussionskultur nicht mehr ertragen. Ich habe das jetzt mal so Twitter-like Twexodus genannt. Schreckliches Wort, ich weiß. Das ist ein Symptom. Jetzt habe ich euch eine optimistische Rede versprochen und daran möchte ich mich auch halten. Wir haben nämlich 2012 eine großartige Chance, denn 2012 ist kein Wahljahr, zumindest nicht mehr. Die Wahlen sind alle vorbei. 2013 geht es wieder richtig los und wir können dieses Jahr eigentlich dafür nutzen, mal die Innensicht auf uns aufzumachen und zu überlegen, was können wir daran ändern, dass unsere Diskussionskultur ein Niveau erreicht hat, das problematisch ist. Warum problematisch? Wir haben ja tolle Ziele, die wir alle erreichen wollen. Und man mag es nicht glauben, aber es geht auch immer darum, wie man Ziele erreicht. Wenn wir die Freiheit des Menschen, die freie Entfaltung haben wollen, wenn wir die bedingungslose Teilhabe haben wollen und das auf eine Art und Weise erreichen, die eigentlich mehr oder weniger menschenverachtend ist, dann haben wir nicht viel gewonnen. Es nützt ja nichts zu sagen, du musst frei sein und ich befehle dir jetzt, wie du das zu tun hast und wenn du es nicht auf die Art und Weise tust, wie ich das möchte, dann bist du bei mir unten durch. Das ist dann nur Ziele erreichen auf dem Papier, sowas haben wir leider in der Geschichte oft genug gehabt, dass tolle Ideen so missbraucht wurden, weil nur noch das, was im Paragraphen stand, am Ende übrig geblieben ist. Ich habe ein bisschen Angst vor so einer Art Technokratie, wo es nur noch um den geschriebenen Buchstaben geht und nicht mehr um die Menschen dahinter. Aber wir haben die Chance, das zu ändern. Was stört mich jetzt an der Shitstorm-Kultur? Man könnte jetzt, es gab ja diese Gegenbewegung, diese Flauschbewegung, wir finden uns alle toll, wir knuddeln uns alle. Was Flausch ist, weiß ich mittlerweile leider nicht mehr, der Begriff ist sehr zerfasert. Aber schön. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist ein komplexes Problem, unser Kommunikationsverhalten. Und da muss man viele Aspekte trennen. Das erste ist das private Kommunikationsverhalten gegenüber dem politischen. Es ist natürlich gemein, dass ich jetzt das Private und das Politische trenne, wo viele dafür gekämpft haben, dass wir das zusammenbringen. Aber ich glaube, es gibt da schon einen Unterschied. Wenn ich zum Beispiel Opfer von sexualisierter Gewalt werde oder von, was weiß ich, Harassment, keine Ahnung, dann habe ich durchaus das Recht zu sagen, stopp hier nicht weiter, lass mich in Ruhe und ich erkläre dir auch nichts. Weil es was Persönliches ist. Das ist ein Schutzmechanismus und das ist auch gut so, dass man nicht in Erklärbären spielen muss. Ich finde es dann immer ganz schön, wenn man dazu sagen kann, hol dir da deine Informationen, aber lass mich in Ruhe. Das können wir uns als politische Kraft leider nicht leisten. Denn als politische Kraft müssen wir eine gewisse Aufklärung betreiben. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, Erkenntnisse zu gewinnen. Deswegen plädiere ich auch, von der Shitstorm-Kultur zu einer Erkenntniskultur zu kommen. Was heißt das jetzt für die politische Organisation? Auf der einen Seite hat sich, also wir hatten früher, warum war das 2009 mehr oder weniger legitim, dieser Shitstorm? Weil wir ein Machtgefälle hatten, was sich angefühlt hat wie David gegen Goliath. Wir haben nicht geglaubt, dass wir wirklich was erreichen können, außer wenn wir wie Rumpelstilzchen auftreten.
aufstampfen. Und das war wahrscheinlich auch eine richtige Einschätzung. Wie ist denn die Lage jetzt? Ich meine, die Piratenpartei sitzt in 4 Landesparlamenten. Da ist es ein bisschen albern, aufzustampfen und zu sagen, aber die böse Bibliothek hat mir meine Buchgebühren bezahlt oder was weiß ich. Egal. So, wichtig dabei ist, wir sind in einer anderen Machtposition. Das müssen wir respektieren bei unserer Kommunikation. Was ich aber auch immer wieder feststelle, ist die Kommunikation unter ganz normalen Menschen, die beide nicht in einer Machtposition sind. Und die wird genauso geführt wie gegen den großen McDonald's-Konzern mit seinen Milliarden in der Kriegskasse. Und das ist eigentlich nicht etwas, was so sinnvoll ist. Machtstrukturen haben immer beeinflussen immer auch, wie Kommunikation laufen darf. Und sie darf eben in diesem Fall nicht so laufen, dass wir Gewalt anwenden. Das tun wir aber, verbale Gewalt. Die Piratenpartei hat einen Leitspruch Themen statt Köpfe. Themen statt Köpfe heißt bei uns aber leider oft einfach nur Kopf ab. Und warum? Warum passiert das? Es passiert, weil wir Meinungen hören, die wir unerträglich finden. Die Unerträglichkeitsschwelle ist sehr, sehr niedrig gelegt worden in den letzten Monaten. Aber es sagt jemand was und ich finde es unerträglich. Da müssen wir uns doch mal überlegen, was ist eine Meinung? Eine Meinung ist ja nicht das Endergebnis eines langen Prozesses, was dann am Ende feststeht und in Tontafeln gemeißelt werden kann. Eine Meinung ist immer ein Zwischenstand. Eine Meinung ist das, was ich mir gebildet habe aufgrund der Informationen und der Erfahrungen, die ich hatte. Und wir haben natürlich alle sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht in den 3 Jahren, weil wir alle die Zeit genutzt haben, sehr, sehr tief in Themen einzusteigen und nachzudenken. Und der eine hat sich um Feminismus gekümmert und der andere hat sich um Atomkraft gekümmert. Keine Ahnung. Aber wir haben unterschiedliche Wissensstände und das müssen wir respektieren. Wenn ich mit Menschen rede, dann muss ich daran denken, dass sie einen anderen Hintergrund haben, also einen anderen Wissensstand, also auch eine andere Meinung haben werden. Was nicht heißt, dass wenn wir den gleichen Wissensstand haben, die gleiche Meinung haben werden. Und da komme ich dazu, wo kann man, also wie ist das auch entstanden? Ein bisschen hatten wir ja das Problem, dass es Meinungen gab, die wirklich problematisch waren. Wenn es rassistisch wird oder wenn es sexistisch wird oder wenn diskriminiert wird. Das sind Sachen, die kann man nicht tolerieren und wie geht man damit um? Ich glaube, als Partei gerade hat man einen Grundstock an Werten. Und Werte sind wie in der Mathematik die Axiome. Das sind die Sachen, die unumstößlich sind, mehr oder weniger. Und unumstößlich ist nicht, ob man eine Steuer-CD einkauft oder nicht. Das ist etwas, was man von Werten vielleicht ableiten kann und zu einer Erkenntnis kommen kann. Aber das ist nicht der Wert an sich. Nicht einmal Transparenz ist ein Wert an sich, sondern warum wollen wir Transparenz? Ich habe hier immer wieder betont, dass die Piratenpartei auf mehreren Säulen steht. Für mich ist das die freie Entfaltung des Individuums und des Individuums gehört da sehr stark dazu. Das heißt nämlich auch Vielfalt. Die bedingungslose Teilhabe, das heißt eben auch Barrierefreiheit und Barrierefreiheit noch weiter gedacht, als es im üblichen Sinne benutzt wird, und eine pragmatische Methode. Das sind für mich Werte der Piratenpartei, das ist das, was wir erreichen wollen. Und ich möchte, wie gesagt, eine optimistische Rede, einen Vorschlag machen, wie wir damit umgehen wollen, wenn andere Menschen andere Meinungen vertreten. Erstens, überlegt euch prinzipiell nicht unbedingt, wie könnt ihr Aktionen von anderen verhindern, sondern was könnt ihr gemeinsam machen? Also sucht Gemeinsamkeiten. Und selbst wenn ihr auf jemanden trefft, der sagt, okay, ich habe jetzt eine ganz andere Meinung zu dem Thema und du findest die bestimmt ganz schlimm und ich habe eine Meinung und werde von dir da nicht respektiert, dann kann man trotzdem immer den Weg gehen und sagen, okay, wir differieren hier sehr stark. Wo ist unser gemeinsames Fundament? Das heißt, wir können zurückgehen auf den Punkt, wo sich unsere Wege getrennt haben. Wir können sagen, das sind unsere gemeinsamen Werte, die wir erreichen wollen. Denn das passiert sehr, sehr oft, dass Menschen gemeinsame Werte haben, aber zu anderen Schlüssen kommen. Und lasst uns dann diesen Weg gemeinsam gehen, von dort aus wieder. Denn wenn wir das gleiche Ziel haben, dann können wir auch Kompromisse finden. Und gerade als Partei halte ich das für sehr, sehr wichtig, denn wir wollen ja die Vielfalt.
Wir wollen die Vielfalt, wir wollen die unterschiedlichen Meinungen haben, wir wollen die unterschiedlichen Wege gehen. Und wenn wir, gerade wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und uns zusammen tun und versuchen, gemeinsam Wege zu gehen, werden wir Lösungen finden, die viel mehr Leuten gefallen als die, wo sich nur ein Kopf kluge Gedanken gemacht hat. Es geht mir nicht darum, alles mit Knuddeln zu übertünchen. Es geht mir tatsächlich um die scharfe Auseinandersetzung um die Sache. Die scharfe Auseinandersetzung um die Sache. Und da kommen wir zurück zur Open Mind. Die Open Mind ist genau dafür da. Die Open Mind bietet einen Schutzraum, wo wir Äußerungen machen können, die nicht als feststehende Tatsachen gelten. Wir haben die Weisheit mit der Pinzette gefressen. Einen Löffel hat noch keiner erfunden. Wir kommen hier nicht als Dozierende hin, sondern weil wir unsere Erkenntnisse und Gedanken teilen wollen. Und weil sich hier in diesem Schutzraum, wo man eigentlich fast alles äußern kann, auf Nachsicht und Wohlwollen treffen. Denn nur da haben wir dann einen fruchtbaren Boden, wo sie auch gedeihen und praktikabel werden können. Haltet euch nicht so sehr an eurer aktuellen Meinung fest, sondern hört zu. Oft kriegt man auch Erkenntnisse dadurch durch eine bescheuerte Gegenmeinung. Oft sind es auch Erkenntnisse über das eigene Leben. Der ganze Shitstorm, beispielsweise über den Feminismus, hat mir viel gebracht, auch wenn er allen wehgetan hat, weil ich einfach mehr über das Thema nachgedacht habe. Ich möchte schließen, wir können meines Erachtens eine Erkenntniskultur schaffen. Wir suchen, wir wissen nicht. Wir wollen eine gemeinsame Reise hier antreten, um unsere Ziele zu erreichen. Wir müssen nur neue Wege suchen. Try something new. Dankeschön.